Vitamine, heute besucht endlich meine Familie die Stadt. Genau, und ich habe schon alles vorbereitet. Yeah, richtig, richtig cool. Und hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und heute, Freunde, besucht meine Familie die Stadt. Yeah. Ja, und ich bin mal mega gespannt, die endlich kennenzulernen. Ja, letzte Woche hat hier deine Familie die Stadt besucht. Das war so, so cool. Und ich muss sagen, deine Eltern waren richtig nett. Ja, das stimmt. Und ich denke mal, deine Eltern werden genauso nett sein. Ja, natürlich. Meine Eltern sind richtig, richtig nett, Vitamine. Und ich habe schon alles vorbereitet. Also ganz viel Essen und sowas. Wow, das wusste ich ja noch gar nicht. Hast du was richtig Leckeres gekocht für meine Familie? Ja, unter anderem Burger und Pizza. Das habe ich auch alles im Kühlschrank mit. Ja, los geht's. Das ist richtig, richtig lieb von dir, Vitamine, dass du was für meine Familie gekocht hast. Ja, guck mal rein in den Kühlschrank. Und der Truthahn ist da, der Burger und die Pizza. Ja, hol dir schon mal alles raus und dann würde ich sagen, bereit mich schon mal alles vor. Stimmt, okay, das machen wir direkt. Dann los, 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 Vitamine, ab geht's. Ab geht's. Wann kommen denn deine Eltern? Die sollten, glaube ich, so in 5 Minuten da sein. Also wir müssen uns jetzt so richtig doll beeilen, okay? Und von welcher Seite kommen die, Sandy? Ich glaube, die kommen wie deine Eltern beim Lucky Block Shop an. Oh, cool. Yeah, und ich würde sagen, heute ist ja richtig schönes Wetter. Da können wir eigentlich auch mal draußen essen. Was hältst du davon? Ja, stimmt. Das ist eine mega gute Idee. Und in der Kiste habe ich schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Nämlich 2 Teller, eine Wasserflasche und richtig leckere Früchte. Wow, wie cool. Okay, stell das am besten gleich mal alles hin, oder? Ja, genau. Die Wasserflasche kommt hier hin, würde ich sagen. Die Früchte kommen hier hin. Und dann würde ich sagen, zack und zack. Hier haben wir noch 2 Tellerchen. Und was hast du nochmal zum Essen? Also hier habe ich die Pizza vorbereitet. Ja, ja, sehr gut. Hier kommt der Fisch hin. Oh. Für meine kleine Schwester, natürlich. Genau. Der Burger kommt hier rein. Und der Truthahn, der kommt hier hin. So. Yeah, richtig, richtig gut, Vitamin. Und jetzt würde ich sagen, haben wir alles fertig vorbereitet. Und jetzt können wir meine Familie abholen. Okay, dann los. Ich denke mal, nicht, dass wir noch zu spät kommen, Sandy. Oh ja, stimmt, weil die kennen sich auch gar nicht in der Stadt aus. Das heißt, wir müssen ihnen erstmal die Stadt zeigen. Und weißt du, was ich noch gehört habe? Oh, was denn? Bald brauchen die nicht mehr mit Auto kommen. Da hinten soll noch ein Bahnhof gebaut werden. Ja, das hört sich richtig, richtig gut an, Vitamine. Aber jetzt schnell, schnell, schnell. Und ich freue mich super sehr, meine Familie zu sehen, weil ich habe die richtig lange nicht mehr gesehen. Ja, ich will die auch mal. Und guck mal, ich will die endlich mal kennenlernen. Die sind schon da, guck mal. Ja, stimmt, da sind die schon. Oh, ich freue mich schon super, super sehr. Und hey, oh Mann, oh, hallo Papi. Hallo meine kleine Schwester und hallo Mami. Das freut mich super sehr, dass ihr heute die Zeit genommen habt und mich mal besuchen kommt. Hallo, ich bin der Vitamine. Ich bin der Freund von Sandtex. Ja, genau. Das ist mein allerbester Freund Vitamine. Ich habe euch ja schon super, super viel von ihm erzählt. Und wir zwei sind wirklich die allerbesten Freunde. Genau, und es ist mega schön, sie kennenzulernen. Sandy hat mir schon so viel von ihnen berichtet. Puh. Und dass sie Musik mögen, das weiß ich auch schon. Ja, genau. Meine Mami spielt nämlich Banjo-Vitamine. Und Mami, du kannst uns ja später was vorspielen, oder? Ja, yeah. Das wäre mega cool. Richtig, richtig gut. Und, oh, Papi, was? Oh, die Diamanten sind für mich, das ist mein Taschengeld. Ja, das ist richtig lieb von dir. Dankeschön. Dankeschön, Papa. Und, wow, 10 Diamanten hast du mir geschenkt. Das ist so richtig, richtig lieb von dir. Dankeschön. Wow. Mega viel Diamanten. Danke. Und ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Vitamin und ich zeigen euch erstmal ein bisschen die Stadt, oder? Ja, genau. Also, was Sie gleich hinter Ihnen sehen, das haben Sie ja wahrscheinlich schon gesehen, das ist der Lucky Block Laden, der ist ganz neu, der ist frisch neu in der Stadt. Ja, genau, das ist auf jeden Fall super, super cool. Dann haben wir hier eine Polizeistation, weil Vitamin und ich, wir arbeiten ja als Polizisten, wir sind das beste Polizistenteam, stimmt's? Ja, genau, wir haben schon mega viele Fälle gelöst. Ja, da hast du recht. Dann würde ich sagen, komm, Vitamin, wir gehen mal ein bisschen weiter. Hier ist das Kino, aber da kommt heute leider kein Film.
Und die Bank ist auch nebenan. Ja, das ist auf jeden Fall super, super cool. Hier ist noch ein Friseur, wie man erkennen kann. Und hier haben wir noch einen McDonald's. Genau. Und dann haben wir noch ganz viele Essensläden hier, Eismann. So, dann würde ich sagen, wollen wir meiner Familie noch den bösen Opa zeigen? Wenn du das möchtest, aber wir müssen auch vorsichtig sein. Ja, genau. Ihr müsst mir jetzt mal ganz gut zuhören. Vitamin und ich, wir sind nicht die Einzigen, die in der Stadt wohnen. Es wohnt auch ein richtig mysteriöser und komischer Opa in der Stadt. Und ihr dürft ihn auf keinen Fall ansprechen. Er ist richtig, richtig komisch. Genau, das ist auch, glaube ich, gefährlich. Der sagt immer irgendwas ganz Komisches. Ja, da hat Vitamine recht. Und dieser mysteriöse und komische Opa, der wohnt direkt hier. Aber geht bitte nicht zu nah ran, okay, Mami? Okay, Schwesterchen? Und okay, Papi? Nicht zu nah rangehen. Das ist richtig, richtig komisch. Ja, Sandy hat recht. Da müsst ihr wirklich vorsichtig und leise sein. Vielleicht könnt ihr ja uns sagen, was er meint. Ja, stimmt. Guckt euch das mal. Da ist dieser mysteriöse und komische Opa. Der sagt wieder irgendwas, glaube ich. 20 Tage. 20 Tage? Moment mal. Hey, hast du das auch gehört, Vitamine? Der hat gesagt, ja, 20 Tage. Ja, der zählt wirklich runter. Oh Mann, oh, weg hier. Komm. Das ist viel zu gefährlich. Komm, Zentix Familie. Ja, stimmt, aber was wird in 20 Tagen passieren? Ich weiß es nicht, Zenti. Erst waren es 30, dann 28 und es wird immer weniger. Tag für Tag. Ja, da hast du recht. Also irgendwas muss passieren. Naja, egal. Geht auf jeden Fall nicht zu nah ran. Und jetzt würde ich sagen, Papi, Mami und Schwesterchen, Vitamin und ich, wir beide haben was richtig Cooles vorbereitet für euch. Genau. Und zwar gibt's heute ein mega leckeres Essen. Ja, da hast du recht. Freut uns einfach mal. Und wow, da seht ihr schon, wir haben richtig coole Sachen vorbereitet. Und schaut mal, das ist mein Haustier. Und die heißt Bella. Und die hat sogar so einen kleinen Hundi bekommen. Und die heißt Bello. Genau, Bello ist so niedlich. Okay, Familie Sandex, setzen Sie sich erstmal ans Tisch und dann kriegen Sie auch noch Getränke und was Sie wollen noch alles. Ja, sehr, sehr cool. Und Mami, weißt du, wer die Pizza gebacken hat? Mein bester Freund Vitamine. Genau, das habe ich für Sie gemacht, weil ich habe gehört, Sie lieben Pizza. Ja, das stimmt. Und Vitamine hat auch den richtig leckeren Fischi gemacht für dich, Schwesterchen. Und guck mal, die sagt Dankeschön. Oh Mann, ist die niedlich. Die ist genauso niedlich wie Luki. Ja, da hast du recht. Und Papi, der Burger ist auch von Vitamine. Den hat er dir gemacht. Und er hat sich richtig viel Mühe dabei gegeben. Und er bedankt sich auch. Genau, kein Problem, mein Kumpel. Puh, richtig, richtig gut. Und jetzt würde ich sagen, wir sitzen alle am Esstisch. Guten Appetit, Vitamine. Guten Appetit, Zenti. Und guten Appetit, Mami, Schwesterchen. Und guten Appetit, Papi. Lasst es euch schmecken. Yeah, richtig genau. Gut. Miam, 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 miam. Oh, miam, miam. Das hast du richtig gut gebraten, Vitamin, das Hähnchen. Oh, danke schön. Ich habe auch noch so eine Karottensuppe, die ich esse, weil... Ja, ich esse ja nicht so viel. Ich esse lieber gerne Vitamine. Und für dich habe ich natürlich noch eine Hähnchensuppe gemacht. Yeah, danke schön, Vitamine. Weil die Hähnchensuppe ist meine Lieblingssuppe. Die schmeckt richtig, richtig gut. Und wie schmeckt es euch? Ja, guck mal. Meiner Mami schmeckt die Pizza Margherita richtig, richtig lecker. Hey, das freut mich zu hören. Schön. Und wie schmeckt es euch so, Schwesterchen und Papi? Ja, denen schmeckt das Essen auch richtig, richtig gut. Super. Okay, das freut mich. Wollt ihr dann noch was zu trinken haben? Ja, genau. Holt euch was zu trinken. Das schmeckt super, super gut. Holt euch einfach was. Und hier neben sind auch super leckere Früchte. Die habe ich heute Morgen sogar noch gepflückt. Die schmecken auch super, super gut. Genau. Oh, das schmeckt richtig lecker. Und ich muss sagen, ich bin schon satt geworden. Und du? Oh ja, ich bin auch schon mega satt. Ich platz gleich. Ja, stimmt. Und ihr seid auch alle schon satt. Ja, okay. Sehr, sehr cool. Und wartet mal einen Augenblick draußen. Ich habe ein paar Geschenke noch für euch vorbereitet. Oh Mann, ich bin mal gespannt, Cindy. Ich warte hier. Aber bevor wir jetzt die Geschenke für meine Familie rausholen, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, welche Familie noch die Stadt besuchen soll. Und wenn dir meine Familie gefällt und du die nett findest, lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt würde ich sagen, ihr seht es, ich habe super coole Geschenke für meine Familie gekauft. Für meinen Papi habe ich so einen Anzug gekauft, für eine Mami ihre Lieblingsblume, die riecht super, super gut. Und für meine kleine Schwesterchen habe ich mein ganzes Taschengeld
zusammengespart und ihr so ein Puppenhaus gekauft mit einer Puppe. Und ich hoffe, denen werden die Geschenke gefallen. Moment mal. Hey, was macht ihr denn da bei meinem Pool? Hey, wir waren schon satt und wir wollten alle noch ein bisschen im Sandkasten liegen. Ja, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Und ich habe die Geschenke jetzt für euch rausgenommen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal bei dir an, Papi. Für dich habe ich einen richtig coolen Anzug gekauft. Bitte schön, Papi. Wow, die steht dir ja richtig gut, oder, Vitamine? Ja, das sieht wirklich mega gut aus. Oh mein Gott, Sandy, hast du mega gut ausgesucht. Oh, dankeschön. Und du bedankst dich, Papi. Das ist doch gar kein Problem. Das mache ich doch gerne für dich. Und jetzt würde ich sagen, komme ich zu dir, Mami. Und ich weiß ja, dass du Blumen über alles liebst. Und ich habe dir deine Lieblingsblume gekauft. Bitteschön. Yeah, das ist doch gar kein Problem, Mami. Du bist die beste Mami, die es gibt. Und kleine Schwesterchen, für dich habe ich auch natürlich ein Geschenk. Ich habe mein ganzes Taschengeld zusammengespart. Und dir, schau mal, ein richtig cooles Puppenhaus und eine Puppe dazu gekauft. Und ja, schau mal, wie sie sich freut. Oh Mann, Sandy, du hast mega coole Sachen gekauft. Extra für deine Familie. Das ist so cool. Ja, yeah, und es freut mich richtig sehr, dass euch meine Geschenke gefallen. Und das mache ich doch super, super gerne für euch. Ihr seid einfach die beste Familie. Genau, sie sind wirklich eine mega coole Familie und schön, dass ich sie kennengelernt habe. Und oh Mann, oh Vitamine, meine Familie muss jetzt wieder wegfahren, leider. Oh Mann, es war wirklich schön, dass sie hier waren. Die sollten wirklich länger hier bleiben eigentlich. Ja, da hast du recht, Vitamine, aber das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und Mami, kannst du noch vielleicht ein bisschen was auf deinem Banjo spielen am Ende? Ja, das ist super cool. Cool, bitte. Wow, ich lerne ja zwar auch Banjo, aber sie können das mega gut. Ja, meine Mami ist auch die beste Musikerin, die es gibt. Oh yeah. Und da würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.